shit I don't know about? Nah, homie. We got ourselves a drug deal. Why do I get the feeling it's gonna be one of them deals gone wrong type situation? Now, see, that's that negative attitude Lamar was telling me about, nigga. You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my aunt, nigga. After his bid, it probably needs tightening up. This ain't new age shit. It's fact. You get what you give, fool. You been getting dick, but you ain't giving it, huh? Some Mark talk like that to an OG. CGF has changed, man. No wonder the hood is so lame right now. Speaking of change, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, not now, homie. What's happening? It's nothing, my nigga, nothing. You know, just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit, so put it on me. It's nothing real, homie. Okay. When it's something real, we'll talk. Bullshit, man. It's realer than this crap. So, jetzt kann ich eigentlich auch mal Begrüßung machen. Ich wollte hier nicht reinreden. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play GTA 5, der Storyline. Letzte Folge haben wir Waffen gekauft. Und jetzt wollen wir sie einsetzen. Boah, ohne Kratzer. Und wie gesagt, ich wollte es nicht reinreden und ich bin zwischendurch mal stehen geblieben, weil ich wollte mein Mikrofon mal neu ausrichten da hier. Denn ich habe festgestellt, in den Aufnahmen bin ich ein bisschen leise. Ein kleines bisschen leiser. So leise wie schon lange nicht mehr. Nein, also ich habe jetzt noch mal ein bisschen was eingestellt, vor allem. Und ich finde, das Ding ist flüssiger. Gefällt mir. Kann man, das Ding ist wendig, ne? Guck das mal an. Alter. Auf jeden Fall habe ich was eingestellt, was sozusagen die Renderauslastung ein bisschen reduziert von dem Aufnahmeprogramm. Und dadurch mir ein bisschen FPS im Spiel zurückgibt. Und es hat jetzt schon mal fast 10 FPS ausgemacht. Ich hoffe nur, dass die Aufnahme zum Schluss darunter nicht leidet. Muss ich einfach mal schauen. Jetzt mache ich erstmal einfach hier und schaue, wie das jetzt läuft. So. Da könnte man eigentlich mal... Aber das will ich... Ich will das jetzt hier so machen. Da können wir einmal eine kleine Diskussion starten. Und da möchte ich ganz gerne, dass ihr das mal vielleicht ein bisschen mitdiskutiert. Einfach mal in die Kommentare unter dem Video. Und zwar... Welche Qualität muss für euch ein Let's Play mindestens haben? Ich meine, es gibt ja wirklich alles auf YouTube. Also ich rede jetzt einfach bei den Jungs mal dazwischen. Was brauche ich jetzt eigentlich? Schrotflinte. Es gibt ja wirklich alles Mögliche auf YouTube von Leuten, die wirklich das Spiel mit einem, ich sag mal, günstigen Handy abfilmen. Inklusive Bild und Ton, natürlich. They put a nigga on TV, man, about some gang intervention shit. Hey, this ain't the police, dog. This some ballers bullshit. Nigga, that's some bullshit. You. Hey, we been set up, nigga. This shit fuck you, nigga. Fuck bitch ass ballers. So, Schrotflinte habe ich. Also, wie gesagt, jetzt müssen wir uns erstmal rausballern. Erstmal das ganz Wichtigste. Geil, das klingt ja geil, das Ding, wenn das Ding... So, welche Qualität muss für euch... Na, ich mag lieber hier sowas. Erstmal kurz hier... Nehmen wir die. Welche Qualität muss euch ein YouTube-Video haben? Und zwar, wie gesagt, Bild und Ton und so weiter und so fort, allen drum und dran. Gerade, es gibt ja im Prinzip, ich sage jetzt mal, 3 Grundfaktoren bei einem Let's Play. Na, ich wollte hier unten das Ding. Achso, weil ich die Panzerung noch voll habe. Und zwar ist das ja einerseits die Bildqualität. Da macht es schon einen Unterschied, ob man Full HD hat, 4K, HD oder wirklich ganz kleine... Ich glaube, ich mache jetzt mal, ich mache jetzt mal hier kurz die Action fertig hier. Da lässt sich echt schwer nebendran reden. Aber ich möchte dann ganz gerne mit euch drüber reden. Weil das ist immer ein Thema, das interessiert mich wirklich mal. Und ich fände es cool, wenn ihr da mal mitdiskutieren würdet. Gerade ihr als Zuschauer, ihr seid ja die, die das wirklich am besten entscheiden könnt, was ihr eigentlich wollt. Das wird mich mal echt interessieren. Alter, jetzt wird das Ding auch noch leer. Alter. Ja, ich weiß, ich könnte auch in Deckung gehen und so weiter, aber das ist so langweilig. So, ist ja egal. Erneut versuchen. Wo starte ich denn jetzt? Okay, ganz da oben, aber da werde ich die Waffe nehmen. So, wir müssen halt gleich noch welche kommen. Ach, da ist noch einer. So, wichtig ist auch immer schön alles einsammeln, gerade wegen Munition und Co. Es wäre vor allem auch immer schön, wenn sie mal... Es wäre schön, wenn sie Geld fallen lassen würden, aber nee, sind ja alle pleite, die Jungs. So. Also noch habe ich Panzerung. Ich finde schade, dass man Panzerung nicht staffeln kann oder zumindest auf Lager kaufen kann. Alter! Was auch immer jetzt war. Keine Ahnung. So. Erstmal nachladen lassen. Wieso, bitteschön, brauche ich hierfür ein taktisches Licht? Warte mal, ich hole mal ganz kurz das Medipack. So, bin ich wieder gesund. So, die müssten auf jeden Fall alle ein bisschen was rumliegen haben. Sache, wenn es nur Munition ist, kann man alles gebrauchen. Waffe ist auch nachgeladen. Tja, der hat's Licht nicht gesehen. Oder besser gesagt, der sieht's Licht jetzt. Gut, das habe ich nicht. Ich habe übrigens eine neue Waffe gekriegt, die Kalaschnikow da hier. Na? Kommt noch einer? Nee, das waren sie. So, die laden wir mal nach. Wo seid ihr denn? So, du bist weg. Komm, da war doch ein Kopf. Da oben hat gleich in die Eier geschossen. Ich finde geil, dass man die Leute auch erschießen kann, wenn man einfach nur in der, was ich, in Knöchel schießt oder sowas. Alter. So, machen wir jetzt mal so. Und nehmen dann gleich wieder die Kanone. Ist da noch einer? Schießt denn hier hin? Dürfte eigentlich groß keiner mehr sein. So, wir haben mittlerweile 3 Sterne, das heißt, vor der Tür wird es definitiv jetzt brodeln vor Bullen. Ich will erstmal kurz hier hochgehen. Weil hier oben war ja auch einer, der ein bisschen was verloren hat. So, bevor wir rausgehen, erstmal nachladen. Einfach durch und die Leute abmassakrieren. There's a fire door. This the way out. So, was mit euch? Geht ihr vor? Nein, ne? Ich muss natürlich wieder hier Kanonenfutter spielen. Bam! So muss das gehen. Gleich mal richtig aufräumen hier. Bis jetzt war es nur der eine Hubschrauber. Wo auch immer der jetzt hin ist. So, jetzt kommt er runter. Noch fliegt er. So, jetzt aber. So muss das. Schön die Bullen runtergeholt vom Hubschrauber. So, wo lang muss ich ihn jetzt? Die wollten, dass ich hier drüben... Was mache ich denn für einen Scheiß? Alter! Jetzt geht er mal hier hoch. Geht doch. Ach stimmt, hier war ein Loch drin, ne? So, wo sind die Bullen? Dann fahren wir mal. Und komm, jetzt steig doch halt mal. Komm, steig doch halt mal ein, Junge. Also echt, ey. Seht ihr, wenn ich den zurückgelassen hätte. So, jetzt ab die Post. Voll den Bullen abhauen. Das werden wir doch hinkriegen. Ja, während ich fahre. Ist zwar gerade sehr actionreich, aber das, während der Fahrt kriege ich das hin hier. Qualität von Let's Play Videos. Also wie gesagt, es gibt ja wirklich Let's Play Videos von... mit Handy, dem Bildschirm abgefilmten Let's Plays bis hin zu qualitativ professionell produzierten Videos. Und da wird mich halt mal interessieren, was muss mindestens sein? Also sprich vor allem für neue Let's Player, was sollten sich mindestens überlegen, dass sie das auf jeden Fall machen? Und was ist ein absolutes No-Go? Und sagen wir mal zum Beispiel Bildqualität. Muss es unbedingt... Oh, jetzt fahre ich, glaube ich, ein bisschen Scheiß zusammen. Oh ne, da geht's raus, sehr schön. Muss es unbedingt 4K sein, also Videos jetzt, ne? Muss es unbedingt 4K sein? Meiner Meinung nach nein, denn nicht jeder hat 4K-Monitore, also bringt's dann auch nicht viel. So, fahren wir mal hier rein. Und, muss es aber dann wieder die Frage, muss es unbedingt Full HD sein? Oder reicht auch HD? Oder ist es ein absolutes No-Go, Filme heutzutage noch in HD hochzuladen, sondern man muss es wirklich in Full HD machen? Und wirklich an alle Let's Player, die da vielleicht zuhören, es ist ein Unterschied, ob ich Full HD aufnehme, also 1080p, und die dann auch wirklich zum Schluss auf YouTube bringe, oder ob ich in einer niedrigen Auflösung filme, sowas gibt es nämlich auch, die wirklich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die wirklich so niedrig spielen, eigentlich hoch, ob die wirklich so niedrig spielen oder ob die einfach schon in der niedrigen Qualität aufnehmen, obwohl die eigentlich höher spielen. Also für Leute, da kommen wir gleich mal drauf zurück. Weil es gibt nämlich Leute, die nehmen in einer schlechteren Qualität als HD auf. Oh, shit. Das Video hat jetzt auch als Cabrio gegeben. Na super. Auf jeden Fall, die nehmen in einer schlechteren Qualität als HD auf und rendern die wieder in HD hoch, Full HD auf. Deswegen meine ich das jetzt. Auf jeden Fall, muss es unbedingt Full HD sein? Oder reicht HD? Also ich sage mal so. Also meiner Meinung nach kann man ja auch äußern. Meiner Meinung nach sollte es mindestens HD sein, also 720p. Und Full HD wäre dann so schon wieder ein schönerer Luxus. 4K muss nicht sein. Ich rede da nicht gern dazwischen die ganze Zeit. Das ist echt blöd. Man muss ja echt Stellen in dem Spiel suchen, wo man reden kann. Das ist... Wo ist eigentlich lang? Wo ist lang? Weil ich will ja eigentlich gar nicht dazwischen reden, hier, aber steht ja alles unten. Und ich will ja eigentlich auch noch ein bisschen reden mit euch, der hier. Ja, komm, ruhig. No wonder I want to get out of here. No one's stopping you, little homie. So, jetzt sind sie ruhig. Auf jeden Fall wieder mal Bildqualität. Was ist für euch ein No-Go? Was sollte mindestens drin sein? Also für mich ist es ganz ehrlich gesagt ein absolutes No-Go, seinen Monitor mit einem Handy abzufilmen. Ganz ehrlich, geht gar nicht. Ich habe Minecraft-Videos und auch andere Videos gesehen gehabt. Da wird das Handy auf irgendeine Stütze gestellt, mit dem Handy abgefilmter Monitor. Da sieht man wirklich die Leute noch daneben sitzen. Man die Hände arbeiten an Tastatur, das Bild total verzerrt, was von der Seite aufgenommen ist. Das alles noch in schlechter Bildqualität und. Sorry, das geht gar nicht. Es ist ja schon teilweise ein richtiger Shitstorm, wenn Leute einfach einen Monitor abfotografieren und das also dann Screenshot nennen. Deshalb, nee, also es sollte mindestens mit einem Programm, was dafür gedacht ist, von Monitor abgefilmt worden sein. Das nächste, was wir haben, ist Ton. Da gibt es ja auch Unterschiede. Na, packen wir erstmal hier, bevor ich dazu komme. Shut the fuck up. Hell no, nigga. You sounding more and more like a snee-eye itch every day. Hell no, yeah. Nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. So, ich werde jetzt Folgendes machen, solange wie ich rede. Hol ich das Auto jetzt nochmal raus, ich will da doch eine Unterbodenbeleuchtung reinbauen. So, was, das nächste Thema, Ton. Also jetzt wirklich Let's Plays und Ton. Also jetzt nicht Ingame-Ton, das ist klar, sondern Stimme, Ton, Tonaufnahme. So, da gibt es ja auch Unterschiede. Ich habe schon Let's Plays gehört. Also, ja, man muss wirklich sagen, Let's Plays gehört. Da könnte man meinen, das Mikrofon steht im Nebenraum. Also A, total leise und B, total hallend und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich noch die Profis, ich sage jetzt mal wirklich Gronkh und Co., die dann die hochprofessionellen zig Hunderte von Euro in Mikrofontechnik investiert haben, um wirklich einen richtig guten Ton zu haben und so weiter und so fort. Deswegen, was findet ihr? Also meiner Meinung nach, es muss nicht unbedingt das absolute High-End-Mikrofon sein, aber es sollte laut und deutlich sein. Es sollte nicht unbedingt wie in einer Kirchenhalle aufgenommen mit irgendeinem 50 Jahre alten Radio, mit Rauschen und alles drum und dran sein. Aber, also erstmal vielleicht mal kurz markieren, wo wir hin müssen. Los Santos Customs, so. Aber es sollte deutlich sein. Man sollte die Sprache deutlich hören. Es sollte laut genug sein, dass es grob gesagt nicht so laut für Spiel ist, aber wenn man spricht und im Spiel passiert was, dass man dennoch die Stimme hört. Und vor allem vielleicht auch mal, Alter, wie fährst denn du? Um vielleicht mal ein bisschen dieses High-End-Mikrofon ein bisschen gegenzuwirken. Viele nutzen ja wirklich die Mikrofone, vor allem auch ein bisschen Bass reinzukriegen. Das heißt, ich mach's mal gerade, die gehen ein bisschen näher hin. Also der Vorteil dafür ist dann, dass die Stimme sehr bassreich ist. Ganz ehrlich, manche übertreiben es. Und da muss ich auch teilweise sagen, dass es beim Gronkh teilweise deutlich bassreich ist. Auch teilweise meiner Meinung nach ein bisschen zu bassreich. Also ich mag das nicht so sehr. Und deswegen bin ich auch meistens immer ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. Aber trotzdem würde mich mal da interessieren, was ihr dazu sagt. Reicht ein absolutes stinknormales Headset, auch wenn der Klang vielleicht nicht so hundertprozentig ist? Oder muss es unbedingt ein wirklich professionelles Großmembran-Mikrofon sein, damit man die Leute auch wirklich richtig schön hört mit einer schönen Stimme? Deswegen ist da jetzt wieder eure Meinung gefragt. Und also das war jetzt Bild und Ton. Und dann das letzte ist eigentlich der Let's Player selber. Der Let's Player selber, genau. Wie sollte er eigentlich Let's Playen? Sollte er wirklich alles zeigen im Spiel? Aber ich muss jetzt mal ganz kurz... Ich will erstmal Scheinwerfer, Neon Kids, Neon Anordnung, dann mache ich grundsätzlich alles Seiten. Neon Farbe. Grün. Ich glaube, ich mache Rot, obwohl das ist immer so dunkel, das Rote stört mich. Es sollte zwar gut aussehen, aber es ist für mich immer so dunkel. Pony Pink definitiv nicht. Blau wäre was, würde vor allem zu den Überrollbügel passen. Obwohl, das war jetzt lila, ne? Mach mal Schwarzlicht. Komm, mach mal Schwarzlicht. Raus, raus. So. Dann die Moderation, wie gesagt, selber. Wie sollte die sein? Ich sage mal so, es gibt eigentlich keine großen Regeln, was die Moderation bei... Das sieht echt geil aus mit dem Licht. Keine großen Regeln, was die Moderation bei Let's Plays angeht. Aber vielleicht ein großes Ding, wo sich auch teilweise die Meinungen trennen, ist zum Beispiel die Aussprache, was Wörter angeht. Also wenn jetzt irgendeiner hier spielt, ich mache es einfach mal ganz kurz, Dann jemand, oh fuck, der Wichser hat mir schon wieder voll den Headshot gegeben, der kriegt so einen Arsch gefickt von mir, also sowas in der Richtung zum Beispiel. Ist das noch seriöses Let's Playen oder ist das schon mehr, wie soll ich das nennen, unseriöses Kitty-Verhalten? Also ich persönlich, ich sage mal, als Let's Player ist man auch eine gewisse Art und Weise in der Öffentlichkeit, ob man jetzt nur 5 Abos hat oder 5000 oder 500.000. Man ist in der Öffentlichkeit und diese YouTubes sind auf Videos und können Jahre später noch angeschaut werden. Und gerade wenn man in der Öffentlichkeit ist, sollte man eine mindestens irgendeine ansatzweise gewisse Vorbildfunktion haben. Und das sollte man wirklich nicht unbedingt die ganze Zeit mit irgendwelchen Schimpfworten durch die Gegend hauen, weil man es vielleicht selber cool findet. Ich persönlich halte überhaupt nichts davon und bin auch wirklich kein Fan davon. Aber wie gesagt, da ist jetzt mal wieder... Ich pack rückwärts ein. Der ist jetzt definitiv... Das Auto gefällt mir echt. Da ist jetzt wieder eure Meinung gefragt. Und vor allem will ich mal von euch wissen, an die GTA-Spieler, kann man sein Primärauto ändern in GTA? Aktuell ist es ja hier daneben mir. Also der hier, da drüben da. Ich hätte aber gern das hier als mein Primärauto. Ist das möglich? Deswegen, wenn ihr das wisst, auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Ja, bevor ich das Let's Play jetzt hier beende, weil das wird das letzte für die heutige Aufnahmesession sein, will ich wenigstens mal überlegen zu dem Thema, was ich jetzt angesprochen habe, hier mit den Let's Plays und Qualität. Wie gesagt, Moderation vor allem, also Thema Schimpfwörter, sollten die vermieden werden oder ist es egal, wenn das die Leute sagen? Sollen die Leute mehr erzählen, was sie im Spiel machen, so wirklich erklären, was sie im Spiel machen, oder sollen sie mehr frei Schnauze reden? Wie mögt ihr das lieber? Oder, es gab ja auch schon immer das Ding, man sollte sich vorab überlegen, was man sagt. Ganz ehrlich, einerseits ist es fast nicht möglich, andererseits muss das wirklich sein für ein freies Let's Play, wo viel spontan passiert. Dann, ich weiß nicht, also allgemein die Moderation, da könnt ihr mal allgemein eure Meinung dazu sagen, wie ihr meint, wie eine Moderation bei einem Let's Player sein soll, wie ihr schon Let's Plays gesehen habt und fandet, diese Art und Weise der Moderation war gut. Und das wird mich echt mal interessieren. Schreibt einfach mal in die Kommentare runter. Also mich würde es allgemein über die Fragen, die ich heute gestellt habe, über Kommentare freuen. Weil das ist ein Thema, ich glaube, das werde ich auch nochmal in Facebook und so weiter nochmal ansprechen, wie das ausgesehen hat. Und das interessiert mich gerade wirklich. Und vor allem, wie gesagt, kann man sein Primärauto ändern? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und schreibt auch nochmal, wie ihr die letzten 3 Folgen waren es ja, fandet. Weil ich habe da jetzt ein bisschen was optimiert von der... Folge 12 bis Folge 14 immer wieder ein bisschen was geändert. Bis jetzt war anscheinend die Folge 14 am besten. Weil das Spiel lief flüssig und ich musste trotzdem noch eine einigermaßen gute Qualität haben, obwohl ich die SS jetzt erst anschauen muss. Also, wie es aussieht, weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall, ich lausche schon wieder viel zu viel. Macht unten den Daumen nach oben, abonniert mich, wenn ihr noch nicht habt. Lasst bitte Kommentare da. Liebt mich, habt mich lieb, ich hab euch auch lieb. Und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.